Lieber Günther Tissen, Cheflobbyist der deutschen Zuckerwirtschaft. Wir beobachten Ihre Aktivitäten hier nun schon eine ganze Weile und stellen immer wieder fest, dass Sie es mit den Fakten nicht ganz so genau nehmen. In letzter Zeit nimmt Ihr, sagen wir mal, recht eigenwilliger Umgang mit der Wahrheit, aber schon fast zwanghafte Züge an. Lieber Günther Tissen, man könnte Sie ja schon fast den Zuckerbaron von Münchhausen nennen. Sie behaupten, Zucker mache weder dick noch krank. Dabei sagt die Weltgesundheitsorganisation ganz klar, hoher Zuckerkonsum führt zu einer ungesunden Gewichtszunahme und erhöht das Risiko für Adipositas und viele andere Krankheiten. Sie behaupten, die Deutschen würden heute weniger Kalorien aufnehmen als früher. Dabei sagt die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen ganz klar, der Kalorienverbrauch in Deutschland ist seit den 60er Jahren deutlich gestiegen. Und jetzt, Herr Tissen, haben Sie in einem Interview zum Zuckerkonsum in Deutschland gesagt, da kommen wir in Größenordnungen rein, wie sie etwa auch die WHO etwa empfiehlt. Von daher sehen wir das nicht, dass wir in Deutschland ein Übermaß an Zucker essen. Tatsächlich hat das staatliche Max-Rubner-Institut erst kürzlich errechnet, dass in Deutschland deutlich mehr Zucker gegessen wird, als die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt. Die Tabaklobby hat jahrelang gelogen, getrickst und getäuscht, um die Gefahren des Tabaks zu verschleiern und unliebsame politische Maßnahmen gegen das Rauchen zu verhindern. Die Zuckerlobby macht nun genau das Gleiche. Sie lügt, sie trickst, sie täuscht, um die Gefahren des zu hohen Zuckerkonsums zu verschleiern und politische Initiativen für eine gesündere Ernährung zu blockieren. Wir finden, das muss aufhören. Helft uns, die Zuckerlobby in die Grenzen zu weisen. Unterschreibt unsere E-Mail-Aktion an den Zuckerchef-Lobbyisten Günther Tissen mit der Aufforderung, in Zukunft bei der Wahrheit zu bleiben.